Okay, ich weiß, es sieht wie Clickbait aus, Leute, aber es ist keins. Leute, was ich euch im Thumbnail gezeigt habe, beziehungsweise was ihr da gesehen habt, es stimmt wirklich mit diesem Video überein. Das werdet ihr auch gleich sehen. Deswegen seid mal gespannt drauf. Es ist ein neuer Trick, mit dem ihr viel besser farmen könnt. Und ich finde es echt komisch, dass bis jetzt irgendwie den fast keiner benutzt. Ich wollte euch eigentlich 3 Tricks zeigen in diesem Video, beziehungsweise 4, 5 oder so. Ich habe mir sogar schon 2 andere rausgesucht, die auch richtig gut sind. Aber ich glaube, die spare ich mir für ein anderes Video auf, weil ich einfach dieses Video nur um diesen einen Trick machen wollte. Ihr werdet den gleich auf jeden Fall auch noch sehen. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal, dass wir hier ein paar Kills holen und erstmal auf eine sichere Position kommen. So, ist hier noch irgendjemand? Ich höre ihn auf jeden Fall. Hier oben war noch eine Kiste, das heißt, der ist nicht oben. Ist hier oben jemand? Nee. Okay, hier ist gar keiner gelandet. Oh, hier ist er. Shit, das hat mich gerade erschreckt. Okay, Fresh, den haben wir. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, spielt ihr lieber Double Pump oder Pump und Shotgun? Also hier Tactical und Pump. Ich muss sagen, ich finde Pump und Tactical besser, weil einfach, wenn man einmal veraimt und irgendwie gerade aus dem Rhythmus kommt oder so, kann man einfach mit der draufballern und halt viel, viel mehr schießen. Hier drin ist jemand. Den haben wir. Ja, wahrscheinlich renne ich in die Falle rein. Okay, da hinten sind noch welche. Ja, ich sehe ihn. Wollen wir den jetzt schon anschießen? Komm, ich laufe mal ein bisschen hinterher auf Trolley. Jetzt. Bam. Geht doch. Okay, ist hier noch irgendwer? Weil ich glaube, der war gerade irgendwie beim Kämpfen. Oder hat er den schon gekillt? Oh, hier ist noch jemand. Nope. Ja, er hat die genau dagegen geworfen. Oh, shit. Oh mein Gott. Boah, Alter, wie ich gerade einen Schuss vor ihm geblockt habe mit der Wand und dann auch seine komische Granatding da, Alter. Fresh, hätte ich nicht gedacht. Wir haben zwar den ersten nicht richtig reingeschissen, aber wir haben es wieder gut gemacht. So, ich glaube, jetzt müsste aber hier Klee sein. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal direkt mal, was der Trick ist und was ihr dafür machen müsst. Als allererstes müsst ihr hier in dieses Rad gehen und diese Welle auswählen und das müsst ihr als 1 auswählen, Leute. Habt ihr das nicht auf der 1 drauf oder so, dann geht zurück in euren Spind in, keine Ahnung, Startmenü und tut das auf die 1, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das auf der 1 habt, beziehungsweise ihr könnt es auch auf der 3 haben oder so, dann müsst ihr einfach nur hier in die Einstellung gehen und dann halt hier bei Spind-Emote-Slot das sozusagen auswählen. Ich habe es auf der 1 und da habe ich auch einen Hotkey gesetzt für H, sprich, wenn ich H drücke, dann winkt der auch so. Und das sind jetzt eigentlich auch schon die ganzen Voreinstellungen, die ihr machen müsst. Und Leute, jetzt schaut zu. Wenn ich jetzt das Ganze mal machen würde, sagen wir mal, ich schieße und winke, dann kann ich nicht nochmal schießen. Also es dauert halt ein bisschen, bis ich nochmal schießen kann. Ihr seht, das ist halt die normale Verzögerung. Aber Leute, wenn ich jetzt schlage und winke, dann kann ich 2-mal schlagen. Habt ihr es gesehen? Ich kann halt meinen Schlag resetten und nochmal draufhauen, Leute. Und man sieht, das Ganze geht viel, viel schneller. Wenn ihr es ganz einfach nur spammt und beziehungsweise richtig timet, dann könnt ihr, glaube ich, 300 Schläge mehr machen die Sekunde. Es war jetzt zwar komplett übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, Leute. Hier, wir probieren es nochmal aus. Zack, schlagen und direkt diesen Emote spammen, Leute. Und es geht viel, viel schneller. Und jetzt nochmal der Beweis, dass man auch wirklich davon mehr Materialien kriegt. Hier, ich schlage jetzt drauf und sobald ich sehe, dass ich Materialien bekommen habe, drücke ich H und schlage nochmal drauf. Da, Leute, ihr habt es gesehen. Zack. Sobald ihr seht, dass ihr unten Materialien bekommen habt, müsst ihr nochmal draufschlagen. Und das ist eigentlich auch das Timing dafür, Leute. Es ist mega easy und ihr habt wirklich fast jedes Mal mehr Materialien. Vor allem könnt ihr das Ganze auch benutzen, wenn ihr gerade keine Waffe habt. Ihr landet irgendwo mit jemandem und habt halt diese Axtkämpfe. Dann macht das einfach. Schlagt einmal drauf und dann nochmal. Wenn ihr seht, dass ihr Schaden bekommen habt, könnt ihr nochmal H drücken, nochmal draufschlagen. Bam, 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 bam. Ich glaube, man sollte jetzt verstanden haben, wie das Ganze funktioniert, Leute. Wenn nicht, dann spult einfach zurück und versucht irgendwie zu verstehen. Aber es ist eigentlich mega easy. Einfach nach dem Schlagen H drücken, beziehungsweise die Taste, die ihr halt gehotkeyt habt. Und das war's auch schon. Okay, es leben jetzt noch 17 Leute, sprich 16 Gegner. Mal sehen, vielleicht können wir das Ganze sogar gewinnen. Okay, sieht so aus, als würde die Zone irgendwo hier Richtung Loot Lake enden. Hoffe ich auf jeden Fall erstmal nicht, weil ich das hasse, wenn sie Loot Lake endet. Weil wenn man dann irgendwo da am Wasser ist und jemand ist noch an Land, dann, Krise. Und wenn man keine Sniper hat, ist man sowieso komplett am Arsch. Oh, da hinten sehe ich, glaube ich, welche. War das ja, okay, okay, doch. Die bauen da was. Sprich, das sind mindestens 2 Gegner. Und Leute, wir haben die neue Waffe, beziehungsweise, ja, neu ist sie jetzt nicht mehr. Hier ist es eigentlich ziemlich gut, weil hinten können wir jetzt schon ein bisschen was sehen. Und, wait. Ja, moin. Da hinten sehen wir auch was, aber das sind, glaube ich, alles Kisten. Man kann ja auch Kisten sehen. Boah, das war nice, Digga. Das war ein guter Headshot. Das war, glaube ich, der erste Kill, bei dem mir die Waffe wirklich was gebracht hat. Ich glaube, sonst sehen wir hier... Oh, Leute, hinten ist noch jemand. Oh mein Gott. Boah, die macht schon gut Schaden jetzt. Okay, die kämpfen da oben gerade. Soll ich die kämpfen lassen oder soll ich helfen? Komm, ich helfe ein bisschen mit. Wobei, ich glaube, der eine von denen ist schon tot. Okay, der muss auf jeden Fall moven. Der ist gar nicht in der Zone, nicht mal annähernd. Er wird auf jeden Fall moven müssen, Leute. Deswegen, ich würde sagen, wir warten einfach mal und müssen aufpassen, dass von hinten keiner kommt. Okay, er fängt schon an zu bauen. Einmal haben wir den noch getroffen, aber ich würde sagen, wir fangen den jetzt erstmal ab. Okay, hier kommt er. Hä? What?
What? Wir haben den vorher so viele Hits gegeben und der hatte immer noch seine Schilder oder so. Keine Ahnung. Krass. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das war auch mein Fehler. Ist aber auch egal, es war ja nicht der Plan, die Runde irgendwie zu gewinnen oder so, sondern ich wollte euch eigentlich einfach nur zeigen, was man mittlerweile machen kann. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze jetzt noch da bleiben wird. Kann sein, dass mit dem nächsten Patch wieder rausgenommen wird. Kann sein, dass für einen Monat bleibt, für zwei Monate. Keine Ahnung, Leute. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Haut da rein, Leute. Macht's gut. Peace.